kennt jemand irgendeinen. Das stimmt. Ja. Wie viel kostet das? Kommt drauf an, für gute Bekannte 500 Euro. Oder 1 Million italienische Lire. Glaubst du an Gott, Elke? Ja, ich glaube an Gott. Und du, Rolf? Ich glaube auch an Gott, aber anders als Elke vielleicht. Welcher Gott? Ich glaube an den Gott, an den einen, der für alle gleich da ist. Dann haben wir ja doch den gleichen. Meine Bilder sind von der Technik nicht so schön, aber es sind Verstorbene, die ich male, die sich auch schon zeigen. Ja. Die Technik wird im Laufe der Zeit, hoffe ich, besser. Ja, das ist ja auch eine andere Art von Kunst. Guck dir das an. Ja, ja, Wahnsinn. Gut, die malen die Landschaften so, wie sie sie hier kennen. Ich male die Landschaften, die ich in mir wahrnehme und sehe. Das ist wieder was anderes. Ich male die Öllandschaften aus der geistigen Welt. Ich sehe die ganzen Edelsteine, ich sehe die ganzen geistigen Lehrer, die da drüben sind, und so kann ich sie malen. Ne? Aber diese Natur, die ich da drüben sehe, die gibt es hier nicht. Die sehe ich hier nicht. Aber es ist ja gut, dass jeder sein Kunstgebiet hat, ne? Und jeder seins. Ich stelle mal vor, alle würden das Gleiche entfernen und malen. Und aber ich kann viel lernen, wenn ich das hier sehe. Ich kann diese Techniken, wie ich sie hier sehe, weil ich lerne vom Gucken, kann ich für meine geistige Malerei gut nutzen. Ich finde das einfach klasse, wie genau. Das ist für mich wichtig zu sehen, weil ich kann dadurch lernen, das kann mir die geistige Welt so jetzt nicht übermitteln oder mitteilen. Ich verstehe das noch nicht alles. Aber wie setze ich die Schatten richtig? Ja, wie mache ich diese 3D-Optik? Wie bekomme ich die richtig hin? Das erfordert viel, viel Üben. Und das ist immer schön, sowas zu sehen. Da lerne ich viel. Absolut klasse. Also ich sehe meine mediale Arbeit oder Tätigkeit als Überbringer froher Botschaften an. Weil als Medium sehe ich mich als an erster Stelle dazu auserkoren, dir zum Beispiel zu sagen, sei nicht traurig, dein Vater ist noch da. Ja, der ist umgezogen an einen anderen Ort, aber er existiert nach wie vor und du wirst ihn wiedersehen. Ich war einmal, das war 2012, in einem College in England, das Arthur Findlay College. Das ist das berühmteste College, was ausbildet an Medien. Das heißt nicht, dass jeder ein Medium werden kann, sondern da treffen sich die Leute, die diese Gabe haben und die Hilfe brauchen. Weil es ist nicht jeder, der eine geistige Verbindung hat, auch gleichzeitig schon ein gutes Medium. Man hat da ganz viel auch zu beachten und zu lernen, weil man kann auch ganz viel falsch machen dabei. Ja? Es geht ja dabei, Menschen glücklich zu machen und nicht Menschen zu schädigen. Deswegen ist das ganz wichtig, auch da Schulungen zu besuchen. Da war gerade schon da. Das. Aber ich will das nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie er reagiert. Das wäre unangenehm. So Kontakt, das ist jetzt, muss man immer vorsichtig mit umgehen. Aber viele wissen es auch gar nicht. Die können das und wissen es nicht. Gibt es auch.
Ich bin in dieses College wirklich reingezogen worden vom Empfinden. Ich beherrsche die englische Sprache nicht. Ich bin da ganz alleine hin, auch ohne meinen Mann. Ich bin da eine Woche. Ich wusste, es ist ein Deutsch, ist eine Deutschwoche. Ich bin eigentlich ein ängstlicher Typ, aber ich habe das da super hinbekommen. Ich bin da aus mir herausgewachsen. Diese Zusprüche, die ich da auch erfahren habe von den Lehrern, das hat mir gefehlt. Mhm. Das hat mir eigentlich den Weg erleichtert dann mit dem Paket, was die mir dann in die Hand gegeben haben, konnte ich zu Hause sofort üben und weiterlernen. Und von so tollen Medien gesagt zu bekommen, mach bloß weiter damit. Du hast eine ganz außergewöhnliche Gabe. Und da habe ich gesagt, okay, vielen Dank, egal wer mich dahin geschickt hat, aber danke. Ja, ich hatte ihn vorhin schon gesehen und ich denke, oh, der irgendwie, der kann auch gleich sagen, geh weg, du spinnst. Das ist, reagiert nicht jeder gut drauf. Du siehst ganz, ganz jung aus. Hat er die Falten weggelassen? Schön! Elle rigole parce que je lui dis, elle fait très très jeune. Elle dit, oh, il a enlevé toutes les rides. Frag ihn bitte, wie findet er das vom Malen her? Okay, comment vous trouvez ça d'une façon enfin, artistique? On voit bien que c'est des. Ça fait un petit peu fantomatique. Ça fait. Ja, er denkt, das ist so ein bisschen wie so ein Geist, so wie so ein Phantom in das Bild. Automatisch, okay. Ein bisschen irreal. So ein bisschen unreal, sie sagt, so ein bisschen unrealistisch. Okay. Weil, als ob die so doch schon so ein bisschen so verstorben, nicht verstorben, aber so ein bisschen so geistig sind. Ja, sind sie ja, ne? Ja, ja, ils le sont, c'est des Phantoms, si vous voulez. Oui, je vois tout de suite. Je vois ça, c'est... Ja, ja, on voit le visage vide, vide. Ja, also, weil das Gesicht so nicht so lebenhaft ist. Ja, ich bekomme diese Bilder immer Tage später. Sag ihm mal, dass ich auch nie eine Schule, Malschule besucht habe, ja? Elle a jamais fait d'école, hein, donc elle a non, pas nécessaire. Elle a fait... Et ça, sans le voir. Alors, elle a d'abord la vision, elle dessine l'image, et après, on lui donne une photo. Ah, tout de suite. Man sieht das schon. Il y a tout de suite l'expression, la vision de la personne. Man sieht die Expression im Gesicht von dem Bild nachher auch, das sieht man, dass es ähnlich ist. Ah so, okay. C'est magnifique. Super, sagt er. Surtout sans voir la personne. Ja, ja, ohne dass man die Leute sieht. Hein? Ja, ich sehe keine, nein. Ich weiß, dass ich als Kind schon immer wusste, ich bin nie alleine. Ich war zwar in meinem Raum alleine, aber ich wusste, da sind ganz viele. Ja, also dieses Gefühl hat mich immer begleitet. Und als Erwachsener mit Mitte 30 habe ich mich dann mal getraut, jemanden zu fragen, ob das vielleicht bei anderen auch so ist, wenn sie alleine in einem Raum sind, ob sie sich beobachtet fühlen oder wie auch immer. Und ich bekam, nee, wenn ich alleine bin, dann bin ich alleine. Ja? Und das kenne ich also nicht. Ich kenne dieses Gefühl des Alleinseins nicht. Er möchte gerne wissen, was du machst. Was ich mache? Ich male seit... 2 Jahren Gesichter von Menschen, die schon gestorben sind. Les visages des gens qui sont déjà morts. Ah oui, intéressant. Das ist interessant. Mais c'est des gens qui connaissent. Non. Es sind nicht die Leute, die du kennst. Nein, kenne ich nicht. Là-bas, elle est à l'école, elle les connaît pas. Ah oui, comme ça, des imaginations. Non, c'est pas l'imagination, c'est une vision. Une vision, oui. Et les médiums. Ja, c'est le sentiment, voilà, des médiums, genau. C'est médiumique. Allez, médium. Ah, c'est intéressant. Wenn ich 40 Jahre alt werde, jetzt bin ich 47, aber mit 40 wusste ich, fängt etwas ganz Wunderbares für mich an. Und das hatte was mit Malen und mit Medialität zu tun. Also das wusste ich schon als Kind. Vielleicht kann ich mir jetzt sagen, dass mein Vater da ist. Dabei war. Ja, aber er ist wieder weg. Ja, okay. Das war kurzzeitig ein ganz starkes Gefühl. Elle avait un sentiment très très fort que votre père était présent. Und das war ein Gefühl, als wenn er ihn umarmen möchte und auch sagt, sorry, irgendwie Entschuldigung, dass er nicht so. Votre père était juste derrière vous. Elle vous essaie de vous embrasser et dire il s'excuse. Weil er ihn vielleicht als Kind nicht so richtig warm wahrgenommen hat, war so ein bisschen Distanz zwischen ihnen. Pas beaucoup embrassé, il vous a pas pris beaucoup de soin de vous, votre père, donc il
s'excuser un petit peu parce que... Oui, oui. J'avais des petits problèmes avec lui. Il a des problèmes. Quand j'étais petite. Yeah, en tout cas, il s'excuse. Yeah. Vous pouvez être tranquille. Yeah. Merci. Ok. Mais le regard. Oh, non, 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 c'est très bien. L'expression, j'aime beaucoup ça, le regard. Ganz jung, hein? Ganz toll. Ja. Ganz, auch die Augen, der Ausdruck finde ich super. Ja. Très perçant. Vous avez une 50, c'est ça? Je vous donne ça. Das hat ihm gut getan, ne? Das tut deswegen immer Leuten jetzt gut. Weiß ich auch, warum ich hierher sollte. Das ist unglaublich. Hast du gesehen, wie der sich geändert hat? Der Mann, der war, ne? Also nicht ja, es sagt ja, das sind dann solche Dinge, da freut man sich auch drüber. Das hat ihm ja auch gut getan. Ja, ja, genau. Das war wirklich, also sowas ist dann so schön, ne? Das ist, ja. Ich habe das gesehen, wie wir vorhin allein, ich sag, irgendwie berührt der Mann mich. Ja. Ja, das war gut, ja. Das war wieder zum Zufall jetzt.